Im Studio begrüße ich Volker West vom Institut für politische Wissenschaft von der RWTH Aachen. Schön, dass Sie da sind. Also wir haben gehört, Annalena Baerbock, zuvor Armin Laschet. Er hatte sich ja passenderweise für unser Gespräch am Wochenende in Richtung der Grünen auch geäußert, hatte sich da abgegrenzt und ganz klar gesagt, sein Modernisierungsjahrzehnt, seine neue Gründerzeit, wie er es nennt, sei mit den Grünen nicht zu machen. Er bevorzugt, auch das ist kein Geheimnis, da ganz klar die FDP, mit der er ja in Nordrhein-Westfalen auch schon erfolgreich zusammen regiert. Wenn Sie jetzt Armin Laschet gehört haben, der sich da sehr stark zu geäußert hat, dagegen Annalena Baerbock, die sich jetzt eher inhaltlich geäußert hat, wie würden Sie das zusammenbringen? Ja, also es ist, die CDU ist in einer Situation, wo sie eben sich sehr lange und auch sehr konfrontativ über die Personalfrage zerstritten hat und sich damit beschäftigt hat und versucht jetzt, oder Laschet versucht jetzt, sage ich mal, in die Vorhand wiederzukommen, das abzuschließen. Das hat er, glaube ich, sehr deutlich symbolisch versucht, gesagt, das ist jetzt vorbei. Wir waren froh, dass wir in den Gremien jetzt auch wieder über Themen sprechen konnten. Mhm. Allerdings ist man da auch noch nicht so richtig weit vorgestoßen. Also die anderen Parteien haben jetzt alle schon einen Entwurf für das Bundestagswahlprogramm. Bei der Union ist das doch noch sehr tastend, jetzt auch bei dem Thema Digitalisierung, was jetzt heute aufgerufen wurde. Da gab es so ein paar konkrete Sachen, aber es sind auch nicht die großen Wahlkampfthemen, würde ich sagen. Also es war eben One-Stop bei der Verwaltung für Gründer, das bürokratiefreie Jahr. Ein bisschen klang an Verwaltungsmodernisierung, aber es ist jetzt nicht so das Riesenwahlkampfthema da dabei gewesen. Die Wirtschaft solle im Mittelpunkt stehen, auch das hat er gesagt in dem Interview von der Süddeutschen Zeitung, sich aber heute eben wirklich ganz klar auf die Digitalisierung so ein bisschen fokussiert, zumindest eben in der eben gehörten Pressekonferenz. Deswegen würde ich gerne dabei noch mal bleiben. Ich fand es schon auffällig, dass er auch ja auf Rückfrage der Journalisten, beziehungsweise es war nicht Armin Laschet, sondern Nadine Schön, die er dann aber also nach dem, was bisher denn erreicht wurde, ja, unter auch CDU-Regierung im Zuge der Digitalisierung, ja, so ein bisschen dann dem Koalitionspartner den schwarzen Peter zugeschoben hat und gesagt wurde, naja, wir hätten ja gerne gewollt, aber mit dem Koalitionspartner war nicht mehr möglich. Und gleichzeitig genauso bei diesem Thema Digitalisierung in Richtung der Grünen zu sagen, das sei also gar nicht deren Thema, beziehungsweise die könnten das nicht so umsetzen. Was ist das für eine Strategie jetzt? Es ist mal wieder, muss man sagen, bei der modernisierten CDU ein Versuch, eben nicht über ein Positionsthema zu kommen, ja, wo eben verschiedene Positionen tatsächlich gegeneinander stehen, sondern über ein Kompetenzthema. Also man der CDU eben tendenziell am ehesten vielleicht die Kompetenz für zuschreibt. Im Prinzip wollen ja alle Parteien da mehr oder weniger das Gleiche. Die CDU nimmt jetzt für sich in Anspruch, sie kann das am besten. Traditionell hat sie für Wirtschaftsthemen diese Kompetenzzuschreibung von der Wählerschaft, wobei das auch schon so ein bisschen zu bröckeln scheint. Es gab jetzt diese Umfrage unter Unternehmern, welchen Kanzler, welche Kanzlerin, also welchen Kandidaten oder Kandidatin sie sich am ehesten als Kanzler vorstellen könnten. Das hat Frau Baerbock gewonnen. Jetzt nicht besonders klar, aber ist ja auch jetzt nicht normal, dass die Unternehmenswelt so positiv auf eine Grünen-Kandidatin reagiert. Also da muss die Union auch schon so ein bisschen ihre Fälle schwimmen sehen, selbst bei diesem Thema. Bleiben wir noch mal bei der Kandidatenkür. Armin Laschet, klar, Sie haben es eben auch gesagt, man hat es ihm eben deutlich angemerkt, ist froh, jetzt über Inhalte zu sprechen und nicht immer nur über Personalien. Trotzdem hängt natürlich diese Söder-Konkurrenz da wahrscheinlich jetzt noch eine Weile auch hinterher. Wenn wir uns auf Annalena Baerbock blicken, was denken Sie, wie froh kann sie denn sein, dass es jetzt Laschet geworden ist und nicht Söder? Ich glaube, sie kann sehr froh sein, weil das bedeutet, dass eben die Union diesmal ohne ein besonders schlagkräftiges, zugkräftiges Streitross sozusagen in den Wahlkampf ausreitet. Also der Personalfaktor wird für die Union bei der Wahl eine sehr geringe Rolle spielen. Ich glaube, er wird auch insgesamt eine relativ geringe Rolle spielen, wenn wir jetzt das mal messen an den Merkel-Jahren, wo wir 2013 dieses berühmte Sie kennen mich und so, und dann war eigentlich
klar, was viele Leute dann wählen, ohne dass das mit irgendwelchen Themen verbunden wird. Die Möglichkeit hat Laschet jetzt nicht. Ne? Also er kommt aus einer sehr defensiven Situation. Die Sticheleien der CSU lassen nicht ab. Ja? Also Söder hat eben diejenigen, die ihn unterstützt haben in der CDU, als die Modernen auf die Zukunft ausgerichteten und hat so ein bisschen verklausuliert, Laschet vorgeworfen, so ein Helmut Kohl 2.0 zu sein. Und das würde nicht reichen. Also er kommt da nicht in die Vorhand. Die Grünen dagegen haben eben einen Lauf, haben die jetzt diese Personalpräsentation unfallfrei eigentlich hingekriegt. Nicht ganz in Übereinstimmung mit ihren eigentlichen basisdemokratischen Ansprüchen, aber da hat sich auch kein großer Widerstand daraus ergeben, keine große Kritik daraus ergeben. Und sie haben ein Programm, wo sie eben auch breit hinterstehen und werden klar eben mit einem Zukunftsthema auch assoziiert. Mhm. Klimaschutz. Und haben auch einen tatsächlichen massiven Zuwachs jetzt verzeichnet, ne, mit Parteimitgliedschaften. Armin Laschet wurde eben gefragt, ob es Austritte gegeben hätte, hat das nicht wirklich beantwortet. Sie haben Angela Merkel eben angesprochen. Christian Lindner hat jetzt in Bezug auf Armin Laschet gesagt und natürlich auch in Bezug auf seine Partei. Er sieht also gute Chancen mit der CDU in einer potenziellen Koalition Teil eines Modernisierungsjahre zu werden. Denn, und darauf will ich hinaus, Armin Laschet würde einiges anders machen als Angela Merkel. Was meint er damit? Oder was sehen Sie? Was macht Laschet anders? Ich glaube, es ist vielleicht weniger das, was er tatsächlich anders macht, als das, was eben das Narrativ, was Christian Lindner braucht. Weil Christian Lindner und die FDP haben 2017 eben die Jamaika-Sondierungen verlassen. Mhm. Er kann nicht interessiert sein, mit dieser Position sozusagen in die Wahl zu gehen. Und er muss eben deutlich machen, diesmal würde es anders laufen, wäre die FDP eben bereit, in eine Koalition zu gehen, auch in eine Jamaika-Koalition. Was Laschet im Interview gesagt hat, lieber mit der FDP als den Grünen, die Frage wird sich ja de facto wahrscheinlich nicht stellen, sondern es ist eher die Frage, reicht es mit den Grünen allein oder muss man die FDP noch mit dazu nehmen oder versucht man vielleicht was mit FDP und SPD, aber das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Also diese Frage wird es nicht geben. Und Christian Lindner muss eben begründen, warum die FDP diesmal wirklich auch eine Kraft sein kann, die man für eine Regierung wählen kann. Und dann muss er eben, sage ich mal, diesen Faktor Merkel, der vielleicht ein bisschen eine Rolle gespielt hat in den Koalitionsverhandlungen, den muss er natürlich aufbauschen und jetzt sagen, jetzt ist eine ganz andere Situation auch. Okay. Volker Best, vielen Dank. Bis dahin. Vor dem Impfgipfel. Wir sprechen weiter mit Volker West hier bei uns im Studio. Wir haben es eben gehört, es gibt eigentlich immer noch umstritten, diese Bundesnotbremse, die Ausgangssperren. Sie sind, gibt es Gerichtsverfahren. Und das nächste Thema ist jetzt das Thema Rückerlangung der Freiheitsrechte für vollständig, muss man ja auch sagen, Geimpfte und Genesene. Ist das mein persönlicher Eindruck oder versuchen Politiker da jetzt ein Stück weit auch so die schlechte Stimmung, die im Zuge mit dieser Bundesnotbremse einhergegangen ist, in eine etwas, wie soll ich sagen, positive Aussicht zu verwandeln? Das kann eine Rolle spielen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das Juristische auch eine Rolle spielt. Mhm. Weil die Bundesnotbremse, die Ausgangssperren sind natürlich, wenn sie auch eben Geimpfte betreffen, viel angreifbarer noch. Also wenn jemand von denen klagt, sind sie noch viel angreifbarer, als wenn es jetzt um Leute geht, die wirklich potenziell eben Infektionsüberträger sein könnten. Und ich würde denken, dass man da eben versucht, ein Stück weit Druck rauszunehmen dadurch, halte aber auch danach, sage ich mal, das für relativ schwierig, verfassungsrechtlich, ob das sich aufrechterhalten lässt. Mhm. Wir haben schon einige Stimmen gehört aus verschiedenen Parteien. Jetzt am Wochenende hat sich Markus Söder, ich sag mal so, in alter Stärke wieder zurückgemeldet. Der starke Mann, der Macher aus Bayern und forderte in Sachen Impfpriorisierung also eine sofortige Aufhebung, nicht erst im Juni, wie es ja der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Aussicht gestellt hatte. Ist das jetzt ein lautes Gepolter aller Söder oder hat das realistische Chancen, irgendwie durchzukommen?
Ja, da kriegt man verschiedene Informationen, wann jetzt wirklich damit zu rechnen ist, dass in so einem Maße die Impfstoffe da sein werden, dass das auch Sinn macht. Also es macht natürlich keinen Sinn, wenn wir einen riesen Pool an Impfstoff haben, jetzt zu sagen, jetzt bist du aber zuerst dran, jetzt der erst. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission hat, glaube ich, gesagt, dass Anfang Juni sei damit zu rechnen. Spahn hat jetzt gesagt, im Juni, aber legen Sie mich bitte nicht fest, wo im Juni. Er hat vielleicht auch ein bisschen gebranntes Kind von seinen Ankündigungen mit den Testungen und so weiter. Aber Mai, glaube ich, könnte zu früh sein und wahrscheinlich wird man sich auf Anfang Juni ungefähr einigen. Bis man dann soweit ist, dauert es gewohnheitsgemäß immer noch eine Weile. Volker West, herzlichen Dank für diese Informationen hier bei uns im Studio. Ja,